In Berlin wurde heute der Deutsch-Jüdische Geschichtspreis verliehen. Bekommen hat ihn Wolfgang Battermann für sein Engagement für die alte Synagoge in Petershagen. Wolfgang Battermann hat in den 70er Jahren als junger Lehrer angefangen, sich für die Restaurierung der Synagoge stark zu machen. Mit Fördergeldern gelang es ihm und seinen Helfern, das jüdische Gotteshaus wieder herzurichten. Heute wird die Synagoge als Kulturzentrum und für Ausstellungen genutzt. Mittlerweile haben wir damit eigentlich wieder die erforderliche Infrastruktur einer kleinen jüdischen Landgemeinde, wie sie Petershagen war, zusammen, in der die Menschen nun auf den Wegen den jüdischen Mitbürgern, die im Terror des Hitlerregimes untergingen, wieder zu begegnen. Der Deutsch-Jüdische Geschichtspreis ist hoch dotiert, die genaue Summe bleibt aber geheim.